John Paul Getty war der Real-Life Dagobert Duck in Hardcore. Er war eine Zeit lang der reichste Mensch der Welt und als sein Enkel 1973 von der 'Ndrangheta, einer italienischen Mafia-Organisation, entführt wurde, verlangten sie nach heutigem Wert umgerechnet etwa 110 Millionen Dollar Lösegeld für ihn. Die weigerte sich aber, das Geld zu zahlen, weil er legit meinte, nie vergiss es, ich habe 13 andere Enkelkinder, wenn ich für ihn bezahle, werden die anderen auch entführt. Als die Mafia seinem entführten Enkel ein Ohr abschnitt und ihm das schickte, verhandelte der Dude ein neues Lösegeld von etwa 20 Millionen Dollar. Maximale Summe, die er zahlen wollte, hatte einen Grund. Weil dieser Betrag gerade noch so von den Steuern abgesetzt werden durfte. Und das war noch nicht mal alles. Alles, was überhalb dieser Grenze lag, die er von den Steuern absetzen konnte, leihte er seinem Sohn, dem Vater des gekidnappten Enkels, meinte, er wolle das Geld mit 4% Zins zurückgezahlt haben. Wenn ihr immer noch denkt, ihr habt jemanden in der Familie, der oder die geizig ist, dann geht jetzt zu der Person, umarmt ihn oder sie und entschuldigt euch. Denn das Level an Dagobert Duck in Real Life ist schwer zu toppen.